Und willkommen zum 99. Pirates Play, The Legend of the Tears of the Kingdom. Weiter geht's hier auf der Insel. Genau, das war die 18-Waffe. Das sind, glaube ich, Bomben. Die darf ich nicht einfach so anfassen. Da eben mit den Bomben hier. Dann machen wir das Ding auf. Holzpfeil, Holzpfeil. Ist gut für mich. Holzpfeil ist das Wichtigste hier. Die sollten jetzt eigentlich nicht angehen. Die Frage ist eben jetzt, wo ist das letzte Monster noch eigentlich, das sich hier herumtreibt? Ist da irgendwas oben? Ist da oben eigentlich noch? Ist da irgendwas noch bei der Insel? Nee, ich glaube, da ist nichts, oder? Ist da irgendwas? Das ist, glaube ich, nur eine Startrampe für den Gleitsauer. Okay, mehr ist da, glaube ich, nicht. Da gibt es doch noch einen Schein, oder? Ich weiß es nicht genau. Stein runter, der Link. Wo treibt denn sich das Monster jetzt noch rum, dass ich es nicht besiegt habe? War eins ist hier runtergefallen, das weiß ich ganz genau. Dieses Monster. Ach, da ist! Ach, ich habe kein Schild mehr da. Ich bitte. Das Problem ist eben, jetzt hat mich schon wieder sowas von verletzt, der Typ. Wann nehmen wir die hier bei der Aufnahme, habe ich so viele. Da muss ich eben zur nächsten Insel auch noch eben kommen, weil da ist eh noch ein Kroggy da am Ende. Da ist höchstens so ein nerviger Octorok. Was soll ich denn überhaupt, wenn es da keinen Schrein gibt? Wozu soll ich denn die ganzen Monster besiegen? Also wo gibt es überhaupt noch Monster? Wo fehlen die letzten Monster eigentlich noch? Weil wir haben jetzt fast alle besiegt hier. Der Hyrule-Pilz ist da, Klammerkröte. Ja, das ist eben, da ist eben noch ein Monster irgendwo im Leben. Die Frage ist bloß, wo? Schon wieder geht es zum Sturm rum, eher so ehrlich, Mann, damit ich nicht mehr mit der Ralle vorne ehrlich bin. Also wo ist das letzte Monster, ist die Frage.
Wo ist denn das letzte Monster? Den da oben habe ich schon besiegt. Treibt sich der rum. Das sucht sich jetzt so blöd. Das Monster, das sich hier noch rumtreibt. Wo soll denn das sein? Das sucht sich jetzt so blöd bei dem Monster, weißt? Obwohl ich glaube, ich weiß, wo das Monster, wo sich jetzt der Abteil umtreibt, oder? Nee, da ist nur ein Mann. Oh, das ist aber leichtsinnig von dir, den Fuß auf diese Insel zu setzen. Angeblich soll sich auf dieser Insel das Versteck der Piraten befinden, die Angelstädt angegriffen haben. Ich selbst würde mich am liebsten schnell wieder nach Hause verziehen. Aber die Monsterwehr hat mich wie auf eine Erkundungsmission geschickt. Er hat den Anschein, es gäbe es drei Monsterlager auf der Insel. Das Versteck der Piraten muss hier auch irgendwo sein. Aber um es zu finden, musste man die Insel durchkämmen. So weit sind diese Monsterlager ein ziemliches Hindernis für dieses Unterfangen. Ach ja, wenn du noch eine Erkundung der Insel bald abschlossen wäre, aber in Anbetracht der Monsterlager ist ja nicht daran zu denken. Okay, das wären noch zwei. Bis gleich, ich muss noch mal was machen. So. Wo wären das genau? Also da haben wir, wie gesagt, noch eins. Ja, und da, die Frage ist nur... Ja, ich weiß, hier gibt es auch schon wieder einen Eingang zum Biasma-Dingens. Das Problem für mich ist aber, wie gesagt, entdeckt. Abgrund auf Jodwerde. Mein Problem ist nur aktuell, ich bin aktuell immer noch viel zu schwach. Also wo sind die Pfeile? Gut, das reicht schon mal. Einer ist das schon mal erreicht. Was ist denn das für ein Kackmist jetzt? Ich habe nicht ewig viel Pfeile. Was ist denn das für ein Pfeil? Ja, aber ich brauche den einen hier noch. Yes, geschafft. Gut. Cocknummer 182. Oder 83? 182, genau. Dann können wir das auch schon mal wegmachen. Ja, aber ich weiß nicht, wo das letzte Monster ist. Wo treibt denn sich das bisschen noch rum, ja nicht, Mann? An diesem Punkt hier. Oder ist es einfach nur oben, das Monster? Ich weiß ja auch nicht. Das wieder rumtreibt. Weil es taucht nicht mehr auf. Ich weiß, es wird noch ein Monster, aber wo ist denn das bitte schon hin? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, Mann, ich bin ein bisschen befragt, wenn nämlich. Ich weiß nicht, wo das letzte Monster sich rumtreibt. Ist nach oben. Es muss doch irgendwo sein. Also es kann sich doch jetzt nicht einfach so verstecken. Ach, das ist doch der Typ. Ja, ich habe keine Chance. Der fällt runter und dann müsste man... Ja gut, der ist nicht ganz gestorben, ist das Problem. Das ist doch ein... Das ist ein Laser. Das
ist ein Laser. Warte, gib mir mal ein Schild. Gib mir mal ein Schild, dann nehmen wir die Synthese und machen aus denen dann hier. Mann, ich habe immer die. Genau, dann kann man da immer wieder einen Laser ausschießen. Das müsste eigentlich die Gegner davon fernhalten. Ich weiß schon, wo ist denn das Monster jetzt halt nicht hin, ist die Frage. Wo ist denn das hingefallen? Ja, ich weiß, das dauert jetzt wieder extrem lang hier. Aber wo ist denn der Typ hin? Hallo? Warum fallen die auch immer runter? Das nervt mich jetzt schon, dass das Monster einfach auf und davon ist. Sag ich doch, mit dem Monster, mit diesem Laser wird es ein bisschen besser werden. Eis-Extravus-Klinge. Diese Waffe wurde aus dem Ast eines Baums gefertigt, der viel Sonne genossen hat. Dadurch ist er widerstandsfähiger als normale Stöcke und hält länger. Das heißt, mit dem Laser müsste es eigentlich komplett in Ordnung gehen. Knochen. Nee, ich brauche jetzt eigentlich. Wo ist denn jetzt die Waffe gekommen? Die habe ich schon, aber nee. Genau, das haben wir noch nicht fotografiert. Das Problem ist nur, dass durch den Sender, durch den Laser das Schild schnell kaputt gehen kann. Das zerbricht ja auch fast schon gleich. Ist keine gute Hilfe, wenn das so leicht zerbricht. Und wir haben ja auch die ganzen blöden Monster auf der Insel. Die können mich mit einem Schlag eigentlich nicht killen. Jetzt ist das schon wieder so ein Vieh. Ich habe keinen Bock, nicht zu kämpfen, ehrlich, Mann, du Nachtmonster. Ja, schau mal erst mal rein. Vielleicht schafft man es doch irgendwie, das Geheimversteck zu durchqueren, weißt. Obwohl ich glaube nicht, dass es so einfach werden wird, da reinzukommen. Rauf, dann kann ich schon mal gar nicht. Ich speichere bis dann schon mal ab, damit die Monster wenigstens gespeichert werden. So, jetzt schneller da. Ach du Scheiß. Ja gut, das sieht so aus, wie ich ihn bin. Ja, dein Schild ist jetzt schon kaputt. Der wäre schon kaputt. Der wäre schon mit Körper verwendet. Aber das Problem ist, ich glaube nicht, dass wir uns. Also, was ist hier alles los? Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe sowas von Angst. Da ist doch so ein scheißblöder Moblin. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? 13. Das ist nicht gerade viel. Nee, also jetzt ist er fast im Endigen der Möglichkeit hier. Weil wie soll ich jetzt schon so viele Typen auf einmal besiegen, obwohl es sind sehr, sehr viele Bomber, so viel Schützen. Ja, du bist das größte Problem. Das größte Problem und jetzt habe ich die Waffe nicht mehr. Und wir locken diesen Typen raus und dachte ich eben, sonst falle ich hier auch noch irgendwie komplett weit rum.
Jetzt muss ich hier aus vollem schöpfen hier, weil ich natürlich nicht vorbereitet bin. Es wäre, glaube ich, besser, mal diesen Typen jetzt mal da rauszulocken. Wenn Link nicht so verdammt langsam wäre. So, der wäre jetzt auch weg vom Fenster. Der hat ist der stark, die Waffe, die er hat? Nee, das ist ein 8er. Das ist eine Luschwaffe. Okay, die müssen wir erstmal. Problem ist jetzt eben auch noch dieser blöde Boblin, der auch noch da rumläuft und ich nicht zum Zug komme. Wir machen daraus eine richtig starke Waffe. Stahl-Hinox-Horn. Machen daraus eine 36er Waffe. Ach, das ist doch wirklich zum Kotzen. Das ist ein verdammter Moblin. Die auch noch mein Schild kaputt macht. Warum haben sich alle kein Schild, ehrlich, Mann? Der ist ein Problem. Ich müsste diesen verdammten Moblin sofort killen. Der ist kein Problem, der ist ein Husche, die kann gar nichts, aber das Problem ist der Moblin. Ich komme da auch nicht rauf, weil da überall diese verdammten Dornen sind. Aber wie soll ich den besiegen? Ganz ehrlich, Mann. Wenn ich da rumgehe, sind dort andere Dornen drauf, oder? Ja. Ich muss den irgendwie aus dem Verkehr ziehen, weil der Moblin ist das größte Problem hier. Der ist das größte Problem. Ich habe doch jetzt auch bei Donnerblumen bekommen. Vielleicht schaffe ich es einfach, den Typen mit Donnerblumen hier zu fetzen. Die Folge ist ein bisschen planlos, aber ich möchte jetzt endlich mal diese drei Typen hier besiegen. Genauso besiegen wir den Typen auch. Weg hier, der scheiß blöde Typ kommt schon wieder. Da wäre der andere Idiot nicht auch noch da, könnte ich hier irgendwie aus dem Form schlagen. Aber das Problem ist eben, dass dieser andere Typ jetzt noch da ist. Ich verfolge mich jetzt auf die ganze Insel rüber. Das Problem. Warte, wenn die jetzt da unten irgendwo sind, dann könnte ich doch einfach hier wieder raufgehen. Bei dem Typ ist kein Problem. Es lebt nur noch der eine Typ da. So, das war's mit dir. Habe ich kein Schild mehr oder was? Eigentlich schon. So, weg mit dir. Drostige Zweihänder. Komm, die anderen sind nur noch Bogenschützen. Die dürften kein Problem mehr sein.
sind nur noch Bogenschützen da. Dürften eigentlich kein großes Problem mehr sein. Außer ich stelle mich jetzt wirklich dämlich an. Weil ich nehme jetzt diesen Stalix-Tonix-Thron her. Mache Synthese draus. Mit dem rostigen Zweihänder, der macht. Macht daraus eine 29er Waffe, 35er Waffe raus. Ist da noch einer drunter? Ne, es sind nur noch Bogenschützen. Es sind nur noch Bogenschützen. Die dürften eigentlich kein Problem mehr sein. So, weil er so dumm ist und sich selber trifft. Das wäre geschafft. Wir haben sie alle besiegt. Und der bringt dann schon viel Loot mit. Hätten wir die Quest geschafft? Holzpfeil Nummer 10. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier? Irgendwas zum Fahren. Keine Ahnung. Wir haben es geschafft. Ich dachte, die Quest schafft man nicht. Aber wir haben es doch geschafft. Holzpfeil, Holzpfeil. Da würde ich sagen, Quest abgeschlossen. Das war zwar jetzt nicht sowas von geil, aber mei. Obwohl, ich dachte, es wäre schwerer zu besiegen, aber mei, ein paar Tode, aber jetzt einfach geschafft. Aber die bringen sehr viel Loot mit sich, muss man sagen. Sehr viele Pfeile, Holzbündel. Also heute sind wir gut dabei. Ja, dann haben wir auch wirklich geschafft, diese Woche auch endlich mal alle Videos zu machen. Ich bin so froh, dass das Ganze jetzt wieder vorbei ist. Also die ganzen Videos eben. Und Zelda macht auch viel Spaß. Die Quest war wirklich richtig gut. Hat also Spaß gemacht, diese Quest zu machen. Aber ein Schrein scheint hier nicht zu sein, oder? Und aktuell traue ich mich auch nicht zu diesem ganzen. Ich traue mich eben nicht in den Abgrund rein, ist das Problem. Gut, dann ist auch hier schon geschafft. So, wir haben die Monster besiegt, wie du wolltest. Obwohl ich glaube, du bist ein Jäger, oder? Bist du ein Jäger? Irgendwie glaube ich schon. Es kommt mir so vor, als wäre es plötzlich besonders ruhig auf der Insel. Könnte es sein, dass du hast die Monster besiegt, alle drei Lager sind weg. Ha, Wahnsinn, mir fällt ein Stein vom Herzen. Du warst mir eine riesige Hilfe. Übrigens habe ich gerade ein Piratenschiff zurückkehren sehen. Nachdem es auf die Rückseite der Insel gefahren, verschwand es plötzlich von dem Bild von der Bildfläche. Wo um alles in der Welt ist das Schiff nur abgeblieben? Gibt es da einen ganz geheimen Versteck auf der Insel, in das sie sich zurückgezogen haben? Die Monsterwehr muss die Piraten nicht nur dringend ausfindig machen, sondern auch eliminieren. Aber da reden wir sicher nicht nur von ein, zwei Feinden. Deshalb habe ich schon ganz weiche Knie vor Angst. Soll ich den Rückzug antreten oder soll ich wirklich das Versteck suchen und die Piraten angreifen? Was mache ich nur? Ach komm, jetzt müssen wir viel die Drecksarbeit machen, oder? Ach komm, jetzt müssen wir für den Typen noch die Schwarzarbeit machen, weißt? Aber welche Eltern hat er gemeint? Wo war es jetzt nochmal? Also wo war der Alten? Was hat denn der gemeint mit welcher Insel? Ich gehe mal auf den höchsten Punkt der Insel und schau mal nach, was gemeint ist.
Ja, da oben gemeint hat er es eigentlich gemeint. Aber wo soll das bitte schon sein? Also er hat gemeint hinter der Insel, also sind sie verschwunden. Ja, wo soll das sein? Als gäbe es irgendeinen Untergrund. Die Quest ist ein bisschen seltsam, weißt du? Irgendwie soll da jetzt irgendwo ein Versteck sein, wo ich das nicht finden soll. Muss ich jetzt wirklich auf YouTube nachschauen, wo das Versteck ist, weil ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ehrlich, Mann, ich habe keinen Plan davon, wie es hier weitergeht. Es könnte schon sein, dass da unten irgendwas ist. Aber keine Ahnung, okay. Oder ist es irgendwas in der Luft jetzt eben? Ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwas hier ist. Ja, aber hier ist nur die Startfläche. Hier ist nur die Startfläche für den Gleiter. Aber soll ich da jetzt einfach weiterfliegen? Was ist das hier? Oder ist da hinten irgendwas? Weil da hat er irgendwie gesagt, dass die hier irgendwie verschwunden sind. Och nee. Och nee, sagt mir jetzt nicht, dass ich hier komplett chancenlos bin. Höhle von der Werde. Wie soll das jetzt gehen hier? Ich habe zwar eine starke Waffe, aber ich habe kaum noch Schilde und kaum noch Pfeile. Das ist eine ganze Horde. Es ist eine ganze Horde. Ist zwar etwas planlos hier, was ich hier mache, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich die irgendwie besiege damit. Dann fliegen die meisten schon mal runter und ich habe schon bis. Alter, ich habe schon so viele besiegt mit der Bombe. Das ist fast richtig gut hier, ehrlich, Mann. Dann spalte das gleich mal ab, weißt. Das ist gar nicht mal so leicht, was ich hier mache. Das Problem ist nur, ich weiß nicht so wirklich. Also, wo ist jetzt der Typ noch? Also, hier oben sind keine mehr, oder? Nee. Das Problem sind die laufenden Monster am Boden. Die Monster mit ihren Pfeilen sind eigentlich kein Problem, glaube ich. Weil die können nicht so schnell zuschlagen. Gut, weg mit dir. Von wegen, die mit den Bögen sind ein Problem, sind ein. So, das Problem ist eben, dass da. Die sind ja schon fast alle tot. Komm, das kann mir jetzt nicht einer sagen, dass die mich noch jetzt den letzten Gegner killen hier. Das schaffen wir noch, sehr, das schaffen wir noch, die Quest zu schaffen. Das wäre jetzt ganz schön blöd, wenn ich die einfach killen würde, die letzten Monster, die hier noch rumlaufen. Ich wüsste, wo die da rumlaufen würden, weil so viel sind da gar nicht mehr da. Ich glaube, der Riesenkerl ist noch da und der Typ da oben. Mann, Link, bleibt da hängen. So. Nachteil, wir haben jetzt keine starke Waffe mehr. Ja, ich glaube, dass ich jetzt noch dieser Typ ist, der da unten irgendwo.
Was ist schon? Das war's. Waren das jetzt endlich mal alle Monster oder kommen noch mehr Blödsinn auf mich zu? Und Problem ist eben, dass ich hier nicht weiterkomme. Muss ich jetzt wirklich nochmal den ganzen Weg bis dann nach oben laufen oder was? Das wäre also schon mal geschafft. Das müssten wir jetzt nochmal zu den Typen rüber, oder? Das Problem ist eben, dass ich hier unten bin. Und wie soll ich da wieder hochkommen? Ja, ich weiß, die Quest ist ein bisschen langwierig heute, aber... Ah, ich komme da nicht hoch. Aber ich muss doch irgendwie hochkommen. Warte, da ist doch ein... Da ist ein Schrein da oben. Aber wie soll ich denn in den Ruf kommen? Nee, Och Mann. Da ist ein Schrein oben. Aber ich glaube, da muss ich ganz eben nach oben gehen. Da ist ein Schrein oben, den möchte ich aber schon mal erreichen. Nur wie weit muss ich da oben sein, um endlich zum Schrein zu kommen, ist die Frage. Weil da oben ist der Mast. Und der Schrein ist wo bitteschön nochmal gewesen? Da kommen wir raus. Der Schrein ist aber nicht irgendein. Ach Mist. Wisst ihr was? Wir machen die Hunger den Schrein im nächsten Part. Jetzt möchte ich erstmal die Quest abgeschlossen haben. Weil wir die abgeschlossen haben, dann auch mit dem Part auf. Weißt, weil das ist heute nicht mehr wirklich. Es reicht mir vollkommen, die Quest geschafft zu haben und den Schrein machen wir eben dann nächstes Mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Quest geschafft ist. Aber ehrlich, Mann, wenn es solche Monster waren, die wirklich so leicht zu besiegen waren, hätte es auch selber machen können. Ehrlich gesagt, bei Hallo, das sind ein paar Monster. Pff, die sind kein Problem. Na, irgendwas ist passiert. Da steht dir ins Gesicht geschrieben. War auf der Rückseite der Insel gibt es eine Höhle, in der sich das Piratenschiff zurückgezogen hatte und du hast die Piraten einfach so angegriffen und besiegt. Unglaublich, so ganz allein, wirklich Wahnsinn. Davon sollte ich mir als Mitglied der Monsterwehr ein Stück abschneiden. Mir gehen die Nerven einfach zu leicht durch, aber dank dir haben sie sich erst mal beruhigt. Aber dafür, dass du dein Leben riskiert hast, musst du natürlich eine Belohnung bekommen. Hier, nimm das als Zeichen meines Dankes. Blauer Leunesäbelhorn. Eines der beiden Hörner eines blauen Leunen mit scharfen Kanten an einer Waffe befestigt, erhöht es die Angriffskraft spürbar. Koche es mit Kleingetier, um Medizin herzustellen. Hey, war das vielleicht ein kleiner Schock für dich, dass meine Belohnung wertvoller ist, als du dachtest? Ich habe das Ding auf einen früheren Mission für die Monsterwehr aufgegabelt. Und bis zum heutigen Tag habe ich es als Glücksbringer behalten. Dir wird es sicher mehr nützen als mir. Jetzt muss ich nur noch einen Bericht der Ereignisse hier erstellen und dann werde ich die Insel schnurstracks verlassen. In Zukunft möchte ich dann versuchen, nicht mehr so ein Angstfass zu sein, sondern eher so wie du. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Es wäre schön, wenn wir uns mal wieder treffen. Okay. Die Quest wäre abgeschlossen und das Ganze machen wir dann nächste Woche weiter. Und das war's auch schon mit dem neu und 90. Let's Play The Legend of the Tears of the Kingdom. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.